Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Rehbach Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter mit die Lage fahren und so weiter und so fort. Denn Mischfutterproduktion wartet ungern, wobei wir auch da sagen müssen, oder wobei ich auch da sagen muss, da wird jetzt auch aktuell nicht so viel gehen. Auch einfach mal so dazu sagen. Sollen wir mal gucken, ob, oh, das ist jetzt, naja, gut, umgekippt. Hier mit dem Dings rein, stimmt nicht, oder? Doch, eigentlich sollte ich reinkommen mit dem Anhänger. Mit Schwierigkeiten vielleicht, aber, weil ich muss es ja hier wieder mitnehmen. Ja, gerade so. Ja gut, wir hatten ja überlegt, wegen dem Silo, wie wir das machen. Da bin ich tatsächlich auch noch nicht auf irgendeinen Nenner gekommen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Wie wir hier weiter verwalten. Genau. So, aber ansonsten müssen wir definitiv noch die Ballen von der Wiese unten holen. Das wird auf jeden Fall noch ein Akt werden. Und dann müssen wir einfach mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie was generieren mit Förderbändern oder sowas. Ich weiß nicht, ob das immer noch so möglich ist. Aber ich denke mal schon. Förderbandsysteme. Genau. Dann brauchen wir einmal das hier und einmal das hier. Und dann könnte das, denke ich mal, auch funktionieren. Würde ich einfach mal so vermuten. Was kosten die so in der Miete? 255 und hier sind wir bei wahrscheinlich so 1000 irgendwas. 1900. Ja, das ist schon ordentlich, aber was willst du machen? Also ich habe jetzt auch keine Lust hier irgendwie noch 170.000 Liter mit der Hand per Schaufel rauszuholen. Deswegen, da müssen wir ein bisschen an die Produktivität denken. Genau. Dann können wir jetzt erstmal den hier stehen lassen. Deswegen, ey, der wackelt auch wie sonst was. Oder nur so ein bisschen vorne dran hat. So. Gut. Dann werden wir jetzt gucken. Jetzt werde ich erstmal hier Schaufel in das neue Regal reinpacken. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon, das schon angesprochen haben. Ob das drin vorgekommen ist, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein neues Regal, um eben die ganzen Sachen hier rein zu platzieren. Also eine Gabel oder was weiß ich. Sowas halt. Genau. Ansonsten habe ich auch noch überlegt, vielleicht mir vielleicht einen Kompaktlader zu holen. Da habe ich überlegt, ob man das vielleicht realisieren könnte, weil ja, oder vielleicht sogar ein Auto. Ja, ist aber, ey, sag mal, warum funktioniert denn das nicht? Wieso backt denn der in dem Boden? Jetzt. Da habe ich nämlich einen neuen mit drauf genommen bei Kompaktlader. Nee. Ach, hier ist er. Also entweder einmal Elektro oder halt normal. Wenn, dann eh normal. Genau. GPS brauchen wir ja nicht, aber der wäre schon nicht schlecht, wenn, bin ich ganz ehrlich. Man könnte natürlich auch so einnehmen, aber die sind dann natürlich ein bisschen, naja, wobei teurer sind sie nicht, die sind sogar noch ein bisschen billiger. Aber ich feiere halt die nicht so. Natürlich könnte man auch sich einen Teleskoplader holen, gar keine Frage. Oder auch hier sowas. Aber da ist dann halt auch immer wieder die Frage, bringt mir das jetzt so unbedingt mehr? Da muss man dann auf jeden Fall gucken. So, ansonsten habe ich hier noch ein Schmuckstück. Ein Apache Fleetside. Einfach um jetzt so zum Beispiel Paletten oder so. Also ob jetzt Honig oder Eierpaletten einfach zu transportieren. Das finde ich ganz interessant. So. Sehr schön. So, gut, dann müssen wir, weil hier die Eierpaletten, die würde ich halt ganz gerne auch damit dann wegtransportieren.
Da macht sich halt so ein kleiner Hoflader schon nicht allzu schlecht. Ich brauche den Anhänger. Genau. Holen wir jetzt einmal den. Oder hier halt eben doch den Honig. Genau. So, jetzt müssen wir gucken, wo der Ballenanhänger ist. Und dann erstmal runter auf die Wiese. In der Zwischenzeit können wir dann auch gleich den anderen John Deere losschicken und oh Gott. Und das Feld bestücken. Fahren. Wir müssten auch mit dem Kollegen mal wieder tanken, ey. So. Gut, dann müssen wir mal gucken, was jetzt aktuell ansteht. Also im Endeffekt, die 26 muss noch gemacht werden. Genau, die 12 wollten wir noch. Das heißt, der ist noch nicht fertig. Den müssen wir jetzt auf die 12 fahren. Und da weitermachen lassen. Jetzt vergessen. So, gut. Dann fahren wir auf die 12 und dann machen wir da weiter. Da könnte man vielleicht auch das eine Feld wieder ernten als Mission. Da will ich mich ja auch ein bisschen mehr integrieren, dass wir mehr in die Aufträge reingehen, beziehungsweise uns die Aufträge halt früh sichern und dann halt eben, wenn gerade Zeit ist, auch dann diese verrichten können. Und ich meine, die 13, die sieht schon nicht schlecht aus. Die könnte man auf jeden Fall nutzen. Dann wird auch mal der Drescher das eine oder andere Mal öfter ausgefahren. Und genau. So. Stellen wir uns mal hier vernünftig drauf. Ich meine, es ist ja auch jetzt kein Abriss. Ja, ist ja. Er ist ja da souverän hier mit seinem Grubber unterwegs. Deswegen werden wir hier mal ganz schnell einen Job erstellen. Drei Vorgewände. So. Start, Stopp. Und nächster Wegpunkt und gib ihm. Gucken, ob er jetzt einmal dreht. Ja, wahrscheinlich. Dreht er einmal im Kreis und dann. Gut, dann fahren wir mit dem los. Jetzt hängen wir hier an der Seite. Oh. Gut. Ich glaube tatsächlich, dass das auch die Ballen waren, die wir wickeln wollten. Oder? Ich glaube, irgendwie war hier was. Weil wir ja so viele Grasballen haben, die wir ja nicht brauchen, war ja... So, jetzt macht der wieder so, ey. Kann das echt nicht mehr. Um Gottes Willen. So, der fährt so rum, deswegen. Kein Wunder, dass er umdrehen wollte. Wenn er so rumfahren will. So. Jetzt können wir weitermachen. Gut. Jetzt sollte das gehen. Genau, und da wollten wir uns ja, glaube ich, so einen Wickler holen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann so eine Bahn ziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich auf der anderen Wiese auch noch, also da hinten auf der Wiese, habe ich da auch noch Ballen liegen? Das ist schon ein bisschen her. Also ich weiß, dass hier unten welche sind, ja. Dann müssen wir auf die anderen nochmal gucken. Und dann entscheiden, ob sich es jetzt lohnt oder ob wir noch warten, bis wir dann ein paar mehr haben. Auch so eine richtig lange Wurst draus machen können. Wäre schon sinnvoller, wenn wir da so eine ganz... Also, dass wir das Gerät einmal mieten und dann ist gut. So, das ist ja, denke ich, STRG, warte mal, STRG. Und R. Nee? Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt ist aus, oder? Müssen wir noch aufklappen? Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt fährt er die linke Seite aus. Naja, gut. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Geht ja trotzdem.
glaube ich, oder? Nee. Gucken wir doch nochmal, ob das jetzt... Aha, gut. Also doch. Oh. Gut. Weiter Ball. Ballen. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Da kommen 9 und 10. 9, 10. 11. 12. 13. Ey, und das passt genau. 15 Ballen haben wir. Genau. Ist das geil. Also wir haben einfach jetzt genau 15 Ballen. Also genauso viel wie drauf passen. Das ist schon... richtig geil. So. Dann einmal hier oben auf... hier zu dem Kollegen. Hier... ah ja, genau. Hier liegen auch noch Ballen. Genau. Gut. Dann bringen wir jetzt die zum Hof. Dann können wir uns da das Gerät mal mieten. Würde ich sagen. Denn du? Wieso liegst du jetzt? Auf der Seite. Oh, wow. Hey Leute, wieso hat jetzt die Dings? Das kann mir doch keiner... Warum macht er denn jetzt sowas? Warum hat er denn jetzt die ganzen Dings? Hä? Sehe ich nicht. So, so. Wow, warte mal. Also er nimmt halt wirklich nur die. Warum auch immer. Nimmt er auch noch. Also sobald voll ist, ist voll. So, ist ja richtig. Aber auch mal dann auf normal umstellt, checke ich nicht ganz. Also sobald voll ist, kann ich hier zumachen und müsste ich dann irgendwie die Spanngurte. Ich glaube nämlich nicht. Und jetzt muss ich vorsichtig fahren, dass ich nicht alles umkippe. Weil hier sowas wie ein Spanngurt gibt's nicht. Leider. Ja gut, da muss ich halt ein bisschen vorsichtiger fahren. Ja, jetzt auch nicht das Problem. Dann kann ich jetzt halt nicht mit 50 um die Kurve hämmern und dann passiert nichts. Das wäre dann vielleicht ein wenig suboptimal. Würde ich mal so behaupten. So. Aber dass wir halt eben aus den ganzen Grasballen halt Silageballen machen, ist halt die Sache, dass ich das ganz gerne mit so einem Ding machen würde, wo ich so eine Wurst draus machen kann. Und deswegen packen wir auch die Ballen alle hier hinten auf das Feld, beziehungsweise so in die Nähe vom Feld, wo wir dann hier auf der Freifläche hier oder so irgendwie so das machen können. So. Immer. Dann müssen wir das ausmachen und dann abladen. Genau, so. Gut. Dann werden wir noch schnell das Ding jetzt hier mieten. Ballenwickler. Der ist für Quaderballen. Mieten. Der kostet jetzt um die 2000, 1700. So, gut.
Und damit würde ich sagen, war es aber auch mit der heutigen Folge. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.